Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Company of Heroes 3. Wir befinden uns hier in der Italien-Kampagne und sind hier ganz fleißig am Städte erobern. Und in der letzten Folge hatten wir nochmal eine große Schlacht gehabt, die auf den ersten Blick eigentlich recht easy aussah, aber auf den zweiten Blick dann doch recht anspruchsvoll. Und in der Folge gucken wir mal, wie wir weitermachen. Ich bin hier immer noch am Dazulernen und gucken und schauen. Ich spiele es halt leider nicht ganz so oft, deswegen muss ich hier immer erstmal wieder gucken, was ich überhaupt machen kann. Oder auch nicht. Muss ich halt immer erstmal gucken. Okay. Die können anscheinend sich nicht mehr bewegen. Die können sich nicht mehr bewegen. Da könnte ich theoretisch vorrücken, aber ich habe Angst, dass mein Panzer da ein paar auf die Backe kriegt. Weil das ist ja eigentlich nur Flugabwehr. Ja, das sind die geflüchteten Einheiten aus der Runde davor, aus dem Kampf davor. So, ich muss gerade erstmal wieder einen Überblick verschaffen. So, wo sind wir denn hier? Hier haben wir auch noch Truppen drinne, die werden wahrscheinlich demnächst angreifen. Ich bin überlegen, ob ich denen einfach zuvorkomme und die angreife. Aber na komm, wir warten, bis die da sind. Hier die ganzen Sachen nehmen eh alle Schaden, weil ich die von der Versorgung schon abgekappt habe. So, können wir gerade mal gucken, was kann ich hier machen? Kompaniefeuer schadet feindlichen Streitkräften im Zielgebiet und schwächt ihre Verteidigungsstellung. Okay, im Zielgebiet ist aber nicht mehr wirklich irgendwas. Ich weiß halt nicht, ob ich mit dem Panzer jetzt hier direkt und mit dem Schiff müsste ich auch eigentlich mal hier mich bewegen. Ups. Ich fahre. Mal gucken, ob mich hier was angreift. Oh-oh. Küstengeschützstellung. Das gefällt mir gar nicht so gut. Also wir müssten eigentlich so schnell wie möglich hier die Stellung einnehmen, damit hier das alles verschwindet. Na komm, wir fahren erstmal dahin, hauen das Geschütz hier weg. Haben wir einiges an Schaden erlitten, aber die Stellung sollte weg sein, genau. Und dann in der nächsten Runde werden wir, wenn ich es überstehe, das hier holen. Und von der Seite werden wir dann wahrscheinlich auch nochmal losziehen. Ich beende mal die Runde. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, die mit ihren Flugzeugen. Ich habe halt extrem wenig Luftabwehr. Ja, die kundschaften aus, aber im Endeffekt weiß ich nicht, ob es denen was bringt. Raus aus meinem Gebiet. So schnell wie möglich. Sonst schicke ich noch Truppen hin. Wirklich? Die sind jetzt total geschwächt. Greifen die mich von hinten an und wollen... Also wir sind eigentlich stärkentechnisch komplett überlegen. Ich würde sagen, wir starten trotzdem die Schlacht. Ich frage mich, warum das Fahrzeug so kaputt ist. Hatte ich die schon mal angegriffen? Habe ich die schon mal vertrieben gehabt? Theoretisch hätte ich die Schlacht jetzt auch automatisch austragen lassen können. Wir waren mehr als die Hälfte eigentlich. Also über 50% war die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen. Aber... Was? Verteidigen Sie Stützpunkte. Wir haben hier noch irgendein Fahrzeug rumstehen. Welche sind denn die Hauptstützpunkte, die ich verteidigen soll? Nur mal so als kleine Frage. Achso, wir sollen hier die Stellung quasi verteidigen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich hier gerade mal in Stellung überall. Wir haben hier einen Sunny-Wagen. Ich würde den Sunny-Wagen direkt mal hier hinten hinstellen. Es ist halt bitter, dass ich keinerlei Truppen irgendwie nachfordern kann. Es ist halt richtig bitter. Kann ich Verteidigungsstellungen irgendwie bauen? Oder ein paar Minen hier verteilen oder so? Wenigstens haben wir einen geilen, fetten Sherman-Panzer, aber ich weiß nicht, ob der mir so viel bringt, wenn ich sonst irgendwie nicht wirklich gut aufgestellt bin, sagen wir es mal so.
Oh, das geht schon gut los. Das geht schon gut los. Das war nichts mit Verteidigungsstellung aufbauen. Was haben wir hier? Ressourcenlager. Kann ich das einfach so bauen und dann kriege ich da mehr Ressourcen, oder wie? Fahr mal rückwärts, sicherheitshalber. Boah, die werden uns so auf die Backe geben. Die werden uns so auf die Backe geben, weil es hier so schlecht zu verteidigen ist. Okay, das eine Fahrzeug ist kaputt. Ich werde viel mit dem Panzer fahren müssen. Aber der Sherman, der haut rein. Der haut normalerweise, sollte der richtig reinhauen. Ich will nur gerade mal gucken, ob ich ein schönes Foto hier machen kann vom Sherman-Panzer. Wenn die Sichtsteuerung nicht immer so richtig behämmert wäre, wäre das auch ein bisschen einfacher. Wie krass da hinten aussieht, da kommen gerade quasi die ganzen Einschläge, die ich gerade bestellt hatte vom Schiff. Ich habe sicherheitshalber gerade mal das Schiff gerufen, dass sie hier richtig hinballern sollen. Lasst euch das nicht gefallen. Pustet das Fahrzeug weg. Und tot. Jetzt. Was ein Kack. Was ein Kack. Verlieren wir diese Runde wirklich? Das wäre wirklich richtig bitter. Ich habe hier auch irgendwie keine guten Positionen. Okay, Flammenwerfer regelt. Ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter vor. Vielleicht ein bisschen weiter vorne bin. Dann habe ich vielleicht eine schönere Verteidigungslinie. Weil da hinten... Nee, ich bin da hinten verloren. Der will nicht fahren. Ich kann nur meine Truppen dahin rennen lassen zum... Super. Oh. Sachen, die ich jetzt nicht hier gerne sehe. Nicht hinterherrennen, nicht hinterherrennen, nicht hinterherrennen. Okay, das ist doof, das... Ah, das ist echt doof. Das ist das einzige Ziel, was ich noch verteidigen muss. Das andere haben wir leider schon verloren. Ah, ist halt blöd, dass mein Rettungspunkt ist da hinten. Ich weiß halt auch nicht, wie lange ich hier durchhalten soll. Nicht hinterherfahren. Wir lassen uns nicht in irgendeine Falle locken. Okay, er ist aber von hinten gerade hier unterwegs. Wenn wir hinten treffen, gibt es doppelt und dreifachen Schaden. Okay, wir haben hier jetzt ein paar Minen hingelegt. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Also hätte ich jetzt aber noch viel länger durchhalten müssen, hätten wir echt Probleme gekriegt. Dafür, dass es eigentlich so einfach zu siegen sein sollte. Aber es war irgendwie eine blöde Verteidigungsposition. Naja, wir haben es irgendwie geschafft. Wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Wie viele Verluste wir hatten oder so, ist komplett egal.
Im Grunde genommen. So, zum Starten beliebige Taste drücken, machen wir doch. Gefecht Sieg. 25 EP haben wir dazu bekommen. So. Die Truppe, Kompanie haben wir komplett zerstört. Da kommen Truppen an. Und die wollen Potenza angreifen. Genau, das wusste ich. War klar. Könnte auch eine interessante Schlacht werden. Kann auch eine interessante Schlacht werden. I believe there was even a minor Canadian celebrity in attendance. Thank you for your support. The men and I appreciate it. Waiting orders, sir. Wir haben mittlerweile aber hier richtig viele Truppen bewegen eigentlich. Wir haben Flugzeuge, wir haben hier hinten, das haben wir ja zum Glück verhindert, dass da irgendwie es weitergegangen ist. Ich will aber auch unbedingt hier endlich mal da ankommen und dann hoffentlich Unterstützung durch die KI bekommen. Ich weiß nicht, ob ich die angreifen soll oder ob ich warten soll, bis die mich angreifen. Ha. Was machen wir? Wie gehen wir vor? Wir gehen auf jeden Fall. Rücken wir mit der Truppe mal ein bisschen hoch. So gut wie möglich. Ich glaube, ich habe aber irgendwie das Gefühl, wir können nicht über die Brücke, solange da das MG-Nest ist. Aber egal, wenn ich jetzt mit der Truppe dahin fahre, dann kann ich vielleicht Kompanie Sperrfeuer. Funktioniert das? Okay, wir haben alles in der Nähe ein bisschen kaputt gehauen. Dann kann ich mit dem Panzer vielleicht da angreifen. Da ist auch eine Panzerkompanie drin. Schlacht beginnen. Wird eine verdammt harte Schlacht, gehe ich mal davon aus. Mal schauen, wie es wird. Mal schauen, wie es wird. Ist ja auch eine Missionsschlacht, glaube ich. War jetzt auch, glaube ich, mit Mission gekennzeichnet, weil es diese eine Linie ist, die wir quasi überschreiten sollen. The Kraut's defenses are gonna be tough to break, but we've got speed on our side. Haben wir die Schnelligkeit auf unserer Seite? Okay, dann hoffentlich. If we can surround their HQ, we'll have a chance to force a retreat. Ich hätte gerne hier wieder panzertechnisch was, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig, richtig harte Schlacht. Die sind auch schon fleißig am Einnehmen. Die erste Begegnung wird dann wieder die härteste. Oha. Ich brauche Fahrzeuge. Ich brauche unbedingt Fahrzeuge. Okay, damit hätten wir wenigstens schon mal leichte Panzer. Wenn wir leichte Panzer haben, dann sind wir wenigstens ein bisschen flexibler. Okay, wir haben die erste Begegnung. Das ist keine gute Position, wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob ein Rückzug vielleicht besser wäre, dass wir hier erstmal in den Graben gehen.
vielleicht hier uns positionieren, als wenn wir da von zwei Seiten angeschossen werden. Das ist einfach nicht praktisch, das ist einfach nicht gut. Ich kann mir theoretisch hier auch ein bisschen aushelfen, notfalls. Das Schiff ist bereit. Hier kann ich mir nichts machen, weil wir nicht genug Ressourcen haben. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt auch zurückgezogen haben oder nicht. Nee, die warten da immer noch. Die warten da immer noch. Ich helfe mir jetzt einfach mal. Die müssen jetzt nur lange genug durchhalten. Die haben aber eigentlich eine gute Deckung hinter dem Drecker. Okay. Hat fast uns umgepustet. Erster Panzer ist in der Mache. So, jetzt haben wir noch die Truppen. Unsere Deckung wurde leider gerade zerstört. Wenn wir da einen Sprengsatz hinschmeißen, sollten wir es eigentlich schaffen. Aber ich hoffe, die Truppen überleben es. Sprengsatz fliegt, geht wieder sofort in Deckung. Da ist nämlich die Deckung von denen weg. Dann können wir die jetzt so vielleicht zurücktreiben. Zurückdrängen. Okay, wir haben den ersten leichten Panzer. Den bräuchte ich unbedingt hier oben. Bleibt im Graben, bleibt im Graben. Einmal in Deckung gehen. Oh, wir haben hier oben Truppenbewegung. Nicht gerade wenig. Nicht gerade wenig. Granate fliegt. Granate fliegt. Könnte treffen. Hat getroffen. Jawohl. Nimmt die Flagge ein, so schnell wie möglich. Boah, meine Truppen hier brauchen echt Hilfe. Die brauchen echt Hilfe. So schnell wie möglich. Wir ziehen uns ein bisschen zurück. Panzer kommt. Wir rücken wieder vor. Jetzt sind sie nämlich alle auf den Panzer konzentriert. Okay, da wären auch Truppen unterwegs. Oh, wir müssen einmal uns zurückziehen. Feindlichen Panzer zerstören, ach du Kacke. Ich hab da oben gar nichts zur Abwehr, wo der Panzer kommt. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. So, Besatzungsschock haben wir ausgelöst, aber mehr auch nicht. Ich weiß nicht, ob der leichte Panzer da irgendwas ausrichten kann. Wenn, dann vielleicht von der Seite oder so. Aber wahrscheinlich wird mein leichter Panzer da voll einen auf die Fresse kriegen. Ja, der kriegt voll auf die Fresse. Die fahren aber auch eine Kacke zusammen. Komm, zieh dich zurück. Du hast keine Chance gegen den. Schutzkugel prallen einfach ab bei ihm. Ein paar Sekunden ist das Schiff einsatzbereit. Wenn ihr den einfach ein bisschen aufhalten könnt. Du kannst ja von hinten, von der Seite ein bisschen drauf schießen. Okay, das Schiff schlägt zu. Von hinten getroffen, perfekt. Noch ein, zwei Schüsse vielleicht, dann ist er weg. Boah, da hat hier das komplette Gebiet einfach zerlegt. So, ich weiß gar nicht, was hier gerade eigentlich außenrum alles abgeht. Weil es nur hier wird überall geschossen. Ich brauche unbedingt hier mehr Truppen. Überall, auf der kompletten Verteidigungslinie. So, wir haben einen weiteren Panzer.
der so schnell wie möglich auch mal hier in die Mitte fährt. Ich glaube, der wird nicht überleben. So, unser Panzer hält aber hier ganz gut die Stellung. Das ist schon mal ganz schön. Wir müssen noch zwei Punkte hier einnehmen quasi. Oh, der Panzer ist ganz schön angeschlagen. Ich sehe ein bisschen schwarz für den. Deswegen muss ich mal ein bisschen im Hintergrund halten. Das ist nicht gut. Okay, wir vertreiben die auf jeden Fall gerade ganz gut. So, nächster Panzer ist da. So, ich muss auf jeden Fall jetzt noch mal Truppen hinschicken, damit das Gebiet wieder eingenommen wird. Boah, der Panzer, der ballert aber auch raus hier. Meine Fresse. Ja, wir haben leider einen bösen Schlag gerade abbekommen. Mit dem Panzer, leider. Okay, wir tun gerade mal die Panzerung ein bisschen verbessern von dem Panzer. So, da kommt der nächste, der kann jetzt von der anderen Seite die ein bisschen kitzeln. Dann haben wir hier noch den ganz kleinen. Die wollen jetzt wirklich an meinem Panzer hier vorbeilaufen. Ich fasse es nicht. Hab ich irgendwas, was gut gegen Infanterie ist, panzertechnisch? Ja, der sieht doch ganz gut aus. So, Panzer und Truppen haben wir hier. Sehr gut. Achtung, Panzer kommt. Panzer kommt, der wird jetzt wahrscheinlich wieder repariert sein, oder? Ja. Wo bleibt er stehen? Da. Alle Panzer sofort dahin. Sofort alle größeren Panzer, die kleinen nicht. Oh, mein Panzer kriegt voll einen auf die Fresse. Fehlgeschlagen. Ja, ist fehlgeschlagen. Er hat ein bisschen lange überlebt. Haut den weg. Jawohl. Okay, mein Panzer hat aber überlebt. Das ist eine gute Sache. Hab schon gedacht, das wird nichts. So, dann kann er wieder vorfahren. Ich habe, glaube ich, keine Truppen, die reparieren können, oder? Kampfmittelräumpaket, Flammenwerfer. Ja. Ah, da ist ein Bunker da hinten. Sehe ich gerade erst, da ist ein Bunker. Wir müssen eigentlich nur noch das eine Gebiet hier einnehmen. Genau das. Flankiergeschwindigkeit freischalten. Ja, komm, machen wir das. Ah, die kriegen ganz schön auf die Backe. Da ist auch ein Bunker. Ich weiß nicht, ob ich den kaputt kriege. Wahrscheinlich nicht. So, okay, da sind jetzt genug Fahrzeuge da, um die hier ein bisschen zurückzuschlagen. Dann geht ihr mal in Deckung hinter dem Panzer. Oha, oha. Rückzug, wir tun unsere Frontlinie ein bisschen weiter hinten. Aufbauen. Weil die haben da doch ganz schön böse Geschütze überall. Und das bringt ja nichts, wenn ich dann da angreife und krieg voll einen auf die Backe. So. Ich glaube, wir können hier vorfahren. Oder auch nicht. We're locked and loaded. Double time.
Okay, die haben ja lauter böse Sachen. Mein Panzer sieht echt nicht mehr gesund aus, wenn ich ehrlich sein soll. Ihr könnt das Gebiet gerade mal einnehmen, während die versuchen, mich hier ein bisschen abzulenken. Okay, wir haben einen Tank verloren, also einen Panzer. Okay, die haben aber auch ein Fahrzeug verloren, das finde ich gut. Die versuchen da jetzt durchzurennen. Und auf Zwang was einzunehmen. Hier die zwei sind ganz fleißig am Einnehmen. Speer freischalten, Zoom zerstören. Ja, komm, machen wir das so. Radio crowd is singing and we're listening. Looks like their reserves are on the way. Okay, die haben also noch Truppen auf dem Weg. Die wollen jetzt zurückschlagen. Oh-oh. Oh-oh. Da kommen fette Panzer. Verdammt fette Panzer. Okay, einen haben wir. Da ist aber noch einer. Der steht weiter hinten. Oh, die wollen jetzt überall durchbrechen. Ach du Scheiße. Die wollen überall durchbrechen. Ich brauche hier unbedingt Truppen. Dann ziehe ich die hier gerade mal ab, weil Truppen können nur erobern, Panzer nicht. Außer vielleicht mit Spezialfähigkeiten, aber habe ich jetzt nicht. So, man sieht ja, ich habe jetzt so eine Panzerreihe aufgebaut. Panzer sind halt nicht so hundertprozentig gut gegen Infanterie, aber die decken die doch schon ganz schön gut ein. Mir geht es halt hauptsächlich darum, dass ich mich gegen andere Panzer verteidigen kann. Hier die eine Seite, die ist total unbewacht. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Okay, die haben wir schon mal ein bisschen eingeschüchtert, was ganz gut ist. Ich würde hier jetzt noch weitere Truppen hochschicken. Genauso wie ich gerne hier in der Mitte noch ein paar mehr Truppen hätte. Hinter einem Panzer versteckt. Okay, die haben da ein Fahrzeug, das gefällt mir nicht. Der schießt immer einmal dahin, dann rennen sie wieder weg, weil sie Angst kriegen. Oh, da kommt wieder ein fetter Panzer. Ich lasse den gerade mal im Rückwärtsgang hier ein bisschen zurückfallen. Also die hier hinten, diese eine Stelle, die ist echt beliebt. An M3 Light Tank ist hier. Oh. Oh. Oh, das war knapp. Boah, das sind aber auch viele. Das sind aber auch viele. Ich weiß halt nicht, wie lange ich hier auch durchhalten soll.
right, men. We've got him surrounded. Now we just gotta stand our ground. Eine Minute 25 müssen wir hier noch durchhalten. Oh, ich glaube, die wollen hier bombardieren. Ich gehe mal hier zur Seite. Ich lasse den Panzer auch mal zurückfahren. Da und da, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe. Ja. Cooler Kampf aber, auf jeden Fall. Bauen wir nochmal so ein richtig fettes Panzerdepot. Dann können wir richtig fette Panzer holen. Die sind halt böse angeschlagen. Ich müsste die eigentlich reparieren. Okay, noch 20 Sekunden, bis ich wieder das große Panzerdepot gebaut habe, ist wahrscheinlich die Runde rum. Okay, von hier kommen sie auch wieder. Da habe ich aber jetzt hier schon Truppen hingestellt, dass, falls sie den Ort hier erreichen, werden die von da abgeschossen. Okay, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Mein Panzerdepot wird ja jetzt auch gerade gebaut, ist ja gleich fertig. Egal. Wir haben es auch mit den kleinen und mittleren Panzern geschafft. Warum nicht? So, zum Starten beliebige Taste drücken, machen wir gerade. So. Da haben wir es doch geschafft. Cancello is in allied hands, sir. The hospital will provide much needed help for our wounded. Dann haben wir die Stadt schon mal eingenommen. Sehr gut. Sehr gut. War zwar ein harter Kampf, aber haben wir geschafft. Okay, und hier komme ich nicht weiter hin, weil bestimmt der Bunker da immer noch im Weg steht. Aber das ist egal, dann kann ich in der nächsten Runde mit dem Panzer da mal hinfahren. So. Aber ich würde sagen, weil meine Festplatte voll läuft, muss ich jetzt nach einer halben Stunde mal eine Pause einlegen. Und ich hoffe, euch hat trotzdem die recht kurze Folge gefallen. Mal gucken, wie wir in der nächsten Folge weitermachen. Wir haben hier noch einen Kampf zu führen und. Ich hoffe, euch hat die Folge, wie gesagt, gefallen. Bewerten nicht vergessen. Link zum Discord-Server ist auch in der Videobeschreibung. Gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Und Kanal natürlich nicht vergessen zu abonnieren. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.